Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Revali geht davon aus, dass wir irgendein Eindringling sind und die Orni angreifen wollen. Was aber eigentlich komplett am Ziel vorbeigeht, aber ja. Wir müssen halt jetzt seine ganzen Lakaien hier ein bisschen... zeigen, wo der Vogel den Honig hängen hat. Normalerweise sagt man ja, wo der Ziegenbock den Honig hängen hat, aber die macht jetzt einfach Vogel mehr Sinn. Weil was hätten sonst Ziegenböcke mit Vögeln zu tun? Na sowas. Wir wollen dich nicht im Keim ersticken. Mann, Revali. Abgehobener Vogel, ey. So. Was zum... Ernsthaft? Das gibt's nicht. Mit dem Stasismodul das anhalten. Boah! Das kannte ich auch noch nicht, dass man die Luftballons mit dem Stasismodul anhalten muss, ey. Wobei, wenn das geht, da habe ich mir echt immer verdammt viel Arbeit gemacht. Und zwar verdammt viel Arbeit. So, ist hier hinten noch was, bevor ich jetzt gleich, wahrscheinlich mich Revali gegenüberstelle? Nein. Na gut, komm. Schön, Mifa, dass du da wartest. Aber jetzt heißt es Revali. Gibt's doch nicht. Komm her, Revali. Tja, Revali, und damit hast du jetzt nicht gerechnet, hä? Na so. Und jetzt kriegst du auch noch so einen. Wow, der hält echt viel aus. Der ist echt krass. Hallo. Alter, der geht ja mal richtig ab, der Revali.
Warum kamen sie jetzt nicht früher? Warum mussten wir uns erst so derbe betteln? Prinzessin Zelda, was ist da los? Ich vergesse die ganze Zeit, die Klamotten anzuziehen, ne? Jetzt verstehe ich. Welch ein Glück, dass ihr beide unversehrt seid. Jedenfalls. Ein Wächter, der genauso aussieht wie der Kleine hier? Das ist kein Zufall, Euer Hoheit. Ja. Sollte dies alles mit der Verheerung zu tun haben, so müssen wir uns wappnen. Und deshalb... Oh. Deshalb braucht ihr meine Kraft, ja, um den Titanen zu steuern. Aber... Jener Ritter, der die Prinzessin schützt, soll das tatsächlich dieser hier sein? Was? Er sagt wohl... dass auch er ein Ritter im Dienste der Prinzessin ist. Ach, einer ritterlicher als der andere. Revali abgehoben, wie eh und je. So kennen wir ihn aus Breath of the Wild und er ist immer noch so abgehoben. So ein kleiner Schnösel. Okay, Revali haben wir damit. Ein Orni-Krieger, bekannt für sein selbst unter Orni außerordentliches Können. Sein Geschick genießt großen Respekt und ihm wird die Steuerung des Titanen Warmedo übertragen. Er ist stolz und ein wenig angeberisch, doch in seinem Fall durchaus zurecht. Naja, zurecht sei jetzt mal dahingestellt. Wow. Hyrule Stall. Also er will, dass ich jetzt erstmal ihn hier aufwerte. Aber ich möchte jetzt gerne eigentlich hier erstmal... Ach, jetzt habe ich das endlich. Zelda Herzen. Vielleicht bin ich stärker geworden. Da bist du. Ich habe es geschafft. Was haben wir da? Nur bestimmte Kämpfer, nur Lanzen. Nur Lanzen? Bitte wechsle die Waffe, bevor die... Was? Boah. Okay, jetzt wird's heftig. Jetzt muss ich auch noch Waffen wechseln. Puh. Dann muss ich die Waffe jetzt erstmal aufrüsten. Nee, halt, wartet. Elsterlanze, dann nehmen wir doch die. Ja, nehmen wir die. Und die rüsten wir auf mit anderen Lanzen. Was haben wir noch? Was ist das? Exhalbumerang. Keule hier nehmen wir auch. Na, so gut ist es jetzt immer noch nicht, aber gut, ich muss es jetzt halt machen, ne? Geht jetzt ja gerade nicht anders. Hm? 26 Schaden, das ist noch viel zu wenig. Vergleich das mal mit den 39. Oh Mann.
kommt noch dazu. Hm? 28 Schaden. Wow, ist nicht gerade das Beste. Na gut. So, kommen wir irgendwie... Wartet mal, am Menü. Ich glaube, es ist nur fürs Aussehen, ne? Eine Orni-Hose. Na. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Okay, dann können wir jetzt die Mission angehen. Nur Lanzen, aber... Oh, ich habe gar nicht mehr genügend für... Ah, und dann leuchtet das. Okay. Jetzt kriegen wir langsam Business-Vibes. Nur Zweihänder. Eine Lanze ist doch ein Zweihänder, oder? Zählt als Einhänder. Ernsthaft? Was ist das? Nur Einhänder. Okay. Dann machen wir halt das erstmal. Chancen auf Ausweichen kommen. Dann wollen wir jetzt noch ein paar kleine Nebenmissionen machen, bevor wir dann weiter in der Story gehen, weil ihr wisst, mit jeder Nebenmission kann man sein Level verbessern, neue Waffen bekommen, den Ruf erhöhen, wieder neue Missionen freischalten und so weiter und so weiter und so fort. Das ist also nicht gerade unrelevant, was wir hier gerade machen. Und hey, jetzt haben wir da alle Recken. Ach, und normalerweise holt man ersten Biffer, dann Daruk, dann Revali und dann Ubosa. Hm. Naja, gut. Wir haben es halt in einer anderen Richtung gemacht. Was war das? Hyrule-Mission? Erfülle Hyrule-Mission auf der Karte, um Hyrule um eine Einrichtung Leben zu machen zu können. 500 Gegner. Linkstraining der Einhänder. Ja geil, jetzt muss ich auch noch gegen die eigenen Soldaten kämpfen. Es geht ja so dann ewig. Okay, dann haben wir den schon mal. So. Das ist ja heftig hoch 10 hier. Wo ist denn der Hauptmann? Ah, da ist er ja. Oh.
Komm schnell wieder zu den anderen hin. Ja, ich brauche jetzt aber hier wirklich mal eine Masse oder eine Menge an Gegnern. So. Mehr viel Zeit übrig, das weiß ich. Die Zeit wird jetzt echt eng. Boah, geschafft. Puh. Das war echt eng. Das Training ist beendet, danke. Wow, und das mit einem Einhänder in der Zeit. Das war echt eng. Ich glaube, ich hatte noch 10 Sekunden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Puh. Während die Missionen am Anfang noch einfach waren, werden sie jetzt echt knackiger. Keine Heil-Items, du darfst keinen Treffer einstellen. Was? Nur Lanze. Nur Zweihänder. Ja, cool. Toll. Ja, Revali will ich jetzt aber noch nicht verbessern. Boah. Keine Heil-Items, du darfst keinen Treffer einstecken. Ausweichchance erhöhen. Na, probieren wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Keinen Treffer einstecken. Keinen. Die Ninja-Challenge, würde ich fast schon sagen. Das alles basiert fast schon auf Fernkampf. Huiuiui. Na gut. Kein Treffer. Okay. Locker. Haaresbreite leicht. Ich muss jetzt echt hinten bleiben. Und die von hinten weghauen. Haha, verarscht. Okay, es waren jetzt 11. Geduld haben. Das waren 22.
Alter. Was war das für ein Beschiss? Einer steht noch. Okay, den haben wir. Was war das denn jetzt bitte schön für ein Beschiss? Das war Betrug. Habe ich sie jetzt alle? Okay, 22. Wie meint das jetzt bei denen? Oh oh. Das heißt, drei sind noch über. Die sammeln sich da wieder, hoffe ich. Komischer Winkel war das. Ah ne, zwei. Zwei stehen dann noch. Okay. So. Die letzten sieben. Erobere den Vorposten. Ja, moin. Hui. Okay, mit Geduld und viel Spucke. Ui. Bin noch nicht im Vorposten drin, ne? Möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen. So. Können wir warten? Boah, es sind so viele Gruppen an Gegnern. Ach ne, so viele sind es gar nicht. Okay. Das zählt nicht. Ich krieg den nicht. Das ist so unfair. Ich darf ja wirklich gar keinen Schaden nehmen, ne?
Puh. Okay, ich bin weg. Ah! Achso, sie hauen ab. Ich hab's geschafft. Boah. Alter, was für eine Aufgabe. Ich habe einen Wischmob dafür bekommen. Ich habe einen Wischmob für Nimm keinen Schaden Mission genommen. Bekommen, wie auch immer. Was für eine Mission. Wahrscheinlich zählt der Wischmob als Zweihänder. Irgendwie sowas. Ey, wenn damit mein Ruf jetzt nicht gestiegen ist. Nein, damit steigt mein Ruf gar nicht. Ja, was willst du denn? Warum soll ich denn jetzt hier was kombinieren oder einkaufen oder verkaufen? Was will er von mir? So ein Stock, Soldatenschwert, das sind alles Einhänder. Wischmob. Ich raff immer noch nicht das mit dem Wischmob, ne? Erhöhter Verkaufswert. Was? Wenn ich den trage, dann habe ich eine. Eieiei. Okay. Will ich aber jetzt erstmal nichts. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich jetzt den Link leveln möchte. Den darf ich gar nicht leveln. Ja, nice. Okay, Miffa kann ich leveln bis. Ach, 28 ist die höchste Stufe schon. Okay. Mal jetzt mal Rivali auf. Den kann ich jetzt schon auf 28 bringen. Na, egal. Komm, auf 18. Komm, Zelda auch auf 18. Oder jedenfalls auf 15. Dass wir die jedenfalls alle mal so in dem Dreh haben. So, und alle 15 bzw. 18. Wunderbar. Nun gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, mit Lanzenwaffen habe ich eine größere Kombo ausführen. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ja, ihr kennt es. Ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö.